Können wir denn jetzt machen? Fotos haben wir zum Entwickeln abgegeben. Wir müssen nochmal mit den ganzen Leuten hier reden. Im Zimmer. Bei uns im Zimmer geht aber gar nichts ab. Ich kann dir mal den Teil zeigen, der komplett eingestürzt ist. So, hier. Das ist ein Teil, der wurde schon ein paar Mal versucht zu renovieren. Zerfällt aber immer wieder auf diesen Stand, so wie er jetzt ist. Außer hier. Hier konnten wir vorher noch lang gehen. Die Decke könnte jeden Moment einstürzen. Genau. Ich gehe lieber nicht weiter. Richtig. Richtig, richtig. Sam, du sagst es. Ja, und über Nacht jetzt, zufälligerweise, wo der Gärtner gestorben ist, ist auch hier ein Teil der Decke eingestürzt. Und hier ging es zuerst zum Dachboden, wo man dann zum Turm hin konnte, wo dieser Großvater William gestorben ist. Scheinbar soll man da halt. Will das Haus das vielleicht nicht, dass wir was herausfinden oder was auch immer? Wir sprechen jetzt erstmal mit Victoria, genau. Wir gehen zu der Hausherrin, der alten Victoria. Schauen wir mal, ob die vielleicht jetzt mit uns reden möchte. So. Weiß nicht. Das stimmt. Ja, richtig. Bevor die richtig zu Ringgeister wurden, genau. Ja, so ein bisschen, stimmt das. So, mal gucken, hat Victoria vielleicht irgendwas zu sagen? Ich würde dich gerne sprechen, Victoria. Jetzt tut die wieder so, als würde die da rumlesen, weißt Ich du? fühle mich nicht sehr wohl, Samuel. Bitte entschuldige mich. Ich hoffe, dass Robert meine schlechte Gesellschaft aufwiegt. In Ordnung. Ich komme später wieder. Okay. Das ist jetzt auch merkwürdig. Ich schau mal eben in die Bibliothek rein. Vielleicht ist hier irgendetwas Neues passiert. Aber hier scheint sich nichts geändert zu haben. Ich gucke nochmal eben in den hinteren Abteil. Nee, auch hier nichts. Den Globus. Da haben wir einen Schlüssel gefunden. Der Abschnitt. Kann ich auch nochmal hinschauen. Ne, hier ist nichts Neues. Ja. Wo können wir jetzt noch was finden? Das ist jetzt. Hier scheint gar nichts zu sein. Ne, hier ist gar nichts. Warst du gestern zufällig auch hier? Da habe ich ja den Stream dann kurzfristig abgesagt, weil das war einfach nicht mehr zu schaffen. Auch heute war ich schon spät dran. Ich habe erst um 7 Uhr angefangen. Oder sogar kurz nach 7. Oder war es schon 7:30? Ich weiß es nicht. Aber gestern, das ging einfach gar nicht. So. Und hier ist nichts. Der Keller ist noch offen. Ja, dann gehen wir mal runter zum Hausdiener. Hier der fette Weinkeller. Der 30 Meter tiefe Brunnen, wie er selber gesagt hat, aus dem man aber nicht trinken sollte. Warum bloß, fragt man sich. So, Bates. Und du bist ja immer noch am Messerschleifen. Auch das ist komisch. Weil so viel Messer kann er auch gar nicht brauchen. Brauchen Sie etwas, Sir? Nein, eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Ganz genau, total zufällig sind wir extra zu Bates hingegangen mit Ankündigung. Okay, hier war die Pumpe, um den Springbrunnen leer zu pumpen. Alles auch sehr, sehr alt hier. Der alte Bates. Oh, vielen Dank. Nee, gestern. Ich wollte ja eigentlich gestern zuerst, aber habe ich gedacht, ey, das schaffe ich nicht. Dann war es auch schon ein bisschen später. Hatte ich schon alles vorbereitet. Und dann habe ich mir nur so gedacht,
Ey, mir klappen gleich die Augen zu. Ich leg mich mal eben ganz kurz hin. Aus dem ganz kurz war dann Bild nach 8. Dann 10:30. Dann nochmal 1:30 nachts, als ich aufgewacht bin. Und dann habe ich erstmal den PC runtergefahren. Ja, gestern Abend, da war irgendwie nach der Arbeit nur schlafen angesagt, ey. So, haben wir hier noch irgendwas? Das Symbol, das haben wir ja fotografiert. Die Fotos sind ja gerade in der Entwicklung. Gut, jetzt müssen wir mal... Da können wir auch, glaube ich, nichts mehr machen. Also gestern hast du halt auch nichts verpasst, ne? Wie gesagt, das hat halt gar nicht stattgefunden. So. Ja, hier ist nichts. Davon hatte ich ein Foto gemacht. So, dann könnten wir nur noch mit... Genau, mit dem Stallburschen. Den Stallburschen. Mit dem können wir nochmal sprechen. Na komm, Sam. Und wie ruhig er hier durch den, durch den Regen hier durchläuft. Unglaublich. Der ist die Ruhe selbst, der kleine Sam hier. Hier ist der William runtergefallen. Da oben ist der Turm. Und auf diesem Zaun ist er gelandet. Ja, der arme Zaun ist total platt. Ja. Also der Zaun, ne? Das muss ein sehr, sehr weicher Zaun gewesen sein, wenn der den ganzen Zaun platt gedrückt hat. Und der Zaun hat noch so viel vor sich, das darf man jetzt nicht vergessen. So, ist hier noch irgendwas? Ne, dann gehen wir mal zu Morris, beim Stallburschen. Der ist auch immer noch am Rumhängen. Alle sind irgendwie komischerweise dabei, irgendwelche Messer, keine Ahnung, Werkzeuge oder sowas zu schleifen, zu reparieren. Alles irgendwie sehr verdächtig. Ich habe ihm nichts zu sagen. Auch nicht. Wenn wir hier jetzt das Licht einschalten, da vielleicht irgendwas in der Reifenbox. Tagsüber ist es hell genug hier drin. Ja, naja, na gut. Aber da ist auch Licht an. Na gut, gehen wir halt wieder raus. Der Morris weiß auch nichts. Ja, ganz genau. Glaube ich auch. Das sind alles Illuminaten hier, ey. So, wo können wir jetzt am besten denn noch hingehen? Wir haben hier jetzt schon alles abgeguckt. Die Kirche vielleicht nochmal. Gehen wir mal eben zum hinteren Friedhof. Aber hier ist ja auch einfach gar nichts. Gar nichts, bis auf Williams Grab. Aber da können wir bis auf den Grabstein auch nichts anwählen. Oder? Gruft. Okay, das ist jetzt neu. Eine Familiengruft. Ich weiß nicht einmal, wer darin begraben ist. Okay, das war sehr aufschlussreich. Da hinten ist noch eine Gruft. Ich komm ja leider in den Turm nicht mehr rein. Das Grab ist, von Jeremy Gordon. Das ist ja in diesem zerstörten Zimmer, wo wir eben drin waren, wo die Decke runtergekommen ist. Hinten rechts. Da wäre das hoch zum Turm gegangen. Und da kommen wir jetzt ja leider nicht mehr hin. William Gordon. Ja, okay. 81, das Spiel spielt jetzt halt im Jahre 81. Ja, weil der William, der ist jetzt ja vor ein paar Tagen da jetzt erst ums Leben gekommen. Was ist jetzt los? Ich wollte gerade sagen. Er sucht Sam da schon wieder. Aber er versucht einen Spagat zu machen. So. Wie langsam der da hinschreitet. Ey, das ist echt... Ja. Naja, vielleicht genießt er auch den Regen. Auch solche Leute gibt es ja.
So, vielleicht ist die Kirche hier offen, weil da waren wir noch nicht drin. Die Kirche ist abgeschlossen. Verdammt. Okay, hier auch noch nichts, außer das ausgehobene Grab. Was der Totengräber zufällig einen Tag vor dem Auffinden der Leiche vom Gärtner gegraben hat. Auch sehr verdächtig. Okay, gehen wir hier mal weiter. Hier werden wir scheinbar nichts mehr finden. Na, komm. Karte auf. Einmal nach Willow Creek. So, in Willow Creek. Da können wir gar nichts machen. Schauen wir mal im Pub wieder rein. Oder, ja doch, wir schauen im Pub mal eben rein. Oder wir sprechen mit Vic nochmal. Vielleicht weiß der kleine Junge ja irgendwas. Ich habe nichts mit ihm zu besprechen. Das weißt du doch gar nicht. Man findet immer ein Gesprächsthema. Nochmal eben kurz zurück. Vielleicht der Angler. Mal gucken, ob der schon was gefangen hat. Wir haben einander schon alles gesagt. Okay. Jetzt wird's ja überschaubar mit den Leuten, die wir noch ansprechen können. Nochmal in den Pub hinein. Hallo, Harry. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Frage an Sie. Und zwar über Mark. Harry, sagen Sie, ist Mark zuverlässig? Naja, kommt darauf an. Er ist nicht gerade ein Heiliger, wissen Sie? Aber ich denke, für ein oder zwei Pfund macht er das, was Sie ihm sagen. Das war's schon. Mehr hast du nicht zu sagen, Harry P. Punkt. Ganz schön, hat sich ganz schön gehen lassen, muss man echt sagen. So, der Totengräber. Ich möchte nicht reden. Also, Wiedersehen. Okay, dann halt den Tom nochmal. Kann ich Sie sprechen? Jetzt nicht. Kommen Sie später, wenn das Spiel zu Ende ist. Was, das Spiel? Das fängt doch jetzt erst an. 21 Uhr. Darf ich Sie kurz stören? Wenn es sein muss. Aber nicht lange. Ich habe eine Glückssträhne beim Kartenspiel. Aber Sie können mir doch bestimmt irgendwas über Dr. Herman erzählen. Tom hat mir gesagt, dass Sie gelegentlich für Dr. Herman gearbeitet haben. Tom neigt manchmal dazu, zu viel zu sagen. Ich bin schon seit einiger Zeit arbeitslos. Also nehme ich jeden Job an, der mir angeboten wird. Irgendwie muss ich Geld verdienen. Und es ist auf jeden Fall besser, für Dr. Herman Erledigungen zu machen, als für diesen miesen Bastard Murray. Nun, ich brauche eine bestimmte Gefälligkeit von Ihnen. Es hat sogar mit Dr. Herman zu tun. Worum geht's denn? Ich möchte Folgendes von Ihnen. Ich höre. Ich möchte, dass Sie um eine bestimmte Zeit zu ihm gehen und ihn für ein paar Minuten beschäftigen. Klingeln Sie an der Tür und warten Sie, bis er nach oben kommt. Reden Sie über, was Sie wollen, aber halten Sie ihn so lange auf, wie es geht. Tja, offen gesagt, mir gefällt dieser Plan nicht. Das sieht nicht gerade ehrlich aus, nicht wahr? Außerdem, wenn Herman erfahren würde, dass ich an einer Verschwörung gegen ihn beteiligt war, würde er mich nie wieder beschäftigen. Nee, da suchen Sie sich lieber einen anderen aus. Ach komm schon, Mark, komm schon. Hören Sie, ich erwarte nicht, dass Sie das umsonst machen. Und das soll mich überraschen? Wie viel zahlt Ihnen Dr. Herman? Kommt drauf an, was er von mir will. Nein, Sie verstehen nicht. Ich meine, was hat er Ihnen maximal bezahlt? 6 Pfund am Tag, plus Verpflegung. Ich gebe Ihnen 10. Das ist nicht schlecht für ein paar Minuten, oder? 10? Tja, das Geld wäre schön, aber... Sehen Sie, wenigstens habe ich bei Dr. Herman einen sicheren Job. Nein, ich kann's nicht machen. Na gut. Ich gebe Ihnen 20. Das ist mein letztes Wort. 20? Mensch, so viel Geld hatte ich schon ewig nicht mehr in der Tasche. 20 Pfund auf die Hand und die Sache ist geritzt. 10 jetzt und 10 später. Okay. Um wie viel Uhr soll ich auftauchen? Jetzt. Etwa eine Viertelstunde, nachdem ich den Pub verlasse. Seien Sie pünktlich, sonst bekommen Sie nichts.